Ja, ihr Lieben, weiter geht es hier mit der Wer ist-Reihe im Kaiju-Godzilla-Universum, weil die Videos kommen bei euch wirklich sehr gut an, was mich unfassbar freut, und keine Sorge, ich vergesse auch die Jurassic Park und Jurassic World Videos nicht. Allerdings habe ich da auch so eine kleine Müdigkeit bei euch erkennen können, was das Thema Jurassic Park und eben Jurassic World angeht. Trotz allem will ich hiermit schon mal ankündigen, dass im Laufe der kommenden Woche dann auch ein neues Was wäre wenn aus dem Jurassic-Universum auf euch wartet. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob wir dieses Wer-ist-Format doch einfach mal mit bestimmten Dinosauriern oder auch Hybriden oder auch menschlichen Figuren aus dem Jurassic-Universum weiterführen könnten, sollten. Ob das eine Idee wäre, könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare unten reinschreiben. In diesem Video jetzt hier kümmern wir uns aber erstmal um einen der für mich imposantesten und tatsächlich auch vielleicht wichtigsten Kaiju des gesamten Godzilla-Universums, ja? Denn Shin Godzilla ist, glaube ich mich erinnern zu können, mitunter der erste Toho-Godzilla-Film, den ich jemals gesehen habe. Und jetzt dürft ihr hier wirklich keine Schnappatmung bekommen, weil ich weiß, wie kontrovers das Thema Shin Godzilla auch da draußen aufgegriffen wird. Und ich bleibe nach wie vor dabei, für mich ist der allererste Godzilla-Film von 1954 immer noch der beste. Aber ich habe ebenfalls auch ein gewaltiges Herz für Shin Godzilla, und deswegen fand ich die Frage von euch so interessant. Tobi, könntest du mal ein Video über Shin Godzilla machen? Zum einen einmal vorstellen, wer Shin Godzilla wirklich ist, welche Formen hat er, welche Fähigkeiten hat er. Aber könntest du auch da mal auf die Thematik eingehen? Könnte ein Shin Godzilla ins Monsterverse passen? Und wenn ja, wie? Was wäre seine Geschichte? Und es hat sich ja irgendwie bei diesem Format hier so eingebürgert, dass wenn wir uns hier einmal Kaiju vornehmen, die es noch nicht im Monsterverse gibt und die eben jetzt hier in diesem Wer-ist-Format besprechen, dass wir am Ende des Videos dann auch mal kurz darauf eingehen, ob dieser Kaiju möglicherweise auch eine Chance hat, im Monsterverse zu landen, und wenn ja, wie das Ganze ablaufen könnte. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach dabei. Ja, Shin Godzilla gibt es also im Monsterverse noch nicht, deswegen werden wir jetzt hier in diesem Video zwei Fragestellungen beantworten. Zum einen, wer ist Shin Godzilla wirklich? Und zum anderen, hätte Shin Godzilla eine Berechtigung, im Monsterverse aufzutauchen? Ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Zum Thema Shin Godzilla habe ich heute eine wirklich richtig spannende Theorie für euch. Eine Theorie, die ich mir irgendwie so nach und nach zusammengesponnen habe. Eine Theorie, die ebenfalls darauf abzielt, am Ende dieses Videos zu gucken, ob Shin Godzilla in irgendeiner Form eine Berechtigung hätte, im Monsterverse aufzutauchen. Ja, eine Theorie, der wir folgenden Titel verpassen könnten. Könnte Godzilla im Monsterverse möglicherweise zu Shin Godzilla werden? Behaltet diese Frage auf jeden Fall im Hinterkopf, denn dazu kommen wir im Laufe des Videos tatsächlich noch. Wir werden heute tief eintauchen. Wer oder was ist Shin Godzilla überhaupt? Warum wäre seine Transformation ein Gamechanger im Monsterverse selber? Und wie könnte sich das Ganze in seiner epischen Geschichte entfalten, in der Titanen wie Kong oder auch Mothra und andere versuchen, die Erde von einem entfesselten, unaufhaltsamen Godzilla zu retten? Bleibt auf jeden Fall dran, denn wir werden all diese Fragen jetzt hier im Laufe des Videos beantworten. Beginnen wir erstmal mit dem ganz groben Grundkurs. Wer oder was ist eigentlich Shin Godzilla? Shin Godzilla, oder auch bekannt als Gojira Resurgence, ist eine komplette Neuinterpretation von Toho, dem Studio, welches auch das Original von 1954 erschaffen hat. Der Film erschien im Jahr 2016 und wurde von Hideaki Anno und Shinji Higuchi inszeniert. Shin Godzilla steht für eine Rückkehr zu den düsteren Wurzeln der Figur. Eine fleischgewordene, monströse Metapher für Katastrophen und die Hilflosigkeit der Menschen, was ebenfalls auch im Film Shin Godzilla selbst mit im Fokus steht. Allerdings ist diese Version von Godzilla anders als alles, was wir bisher von ihm gesehen haben. Er ist keine einfache Riesenechse in Anführungszeichen, nein. Shin Godzilla ist eine Kreatur, die ständig mutiert und sich an ihre Umwelt anpasst, quasi wie ein Virus, eine Art lebende Evolution. Die Geschichte von Shin Godzilla beginnt in der Bucht von Tokio. Eine mysteriöse Unterwasserexplosion sorgt für Verwirrung, und bald darauf strömt ein gigantisches Wesen aus dem Wasser ins Stadtgebiet.
Gebiet. Der Film spielt im modernen Japan und greift reale Ängste auf, die durch die Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 ausgelöst wurden. Und ihr merkt schon hier die direkte Referenz zum allerersten Godzilla-Film aus dem Jahr 1954. Denn dieser Film war damals dafür gedacht, um die Angst vor Atomwaffen zu symbolisieren. Der gesamte Film war eine gewaltige Metapher vor eben der Angst vor genau diesen Waffen. Shin Godzilla geht jetzt eben erneut auf diese Ängste ein und die Hilflosigkeit, die wir Menschen immer wieder in Form von Naturkatastrophen erleben. Denn ja, Shin Godzilla, so widerlich er auch aussehen mag, repräsentiert die Natur. Und zwar nicht die Schönheit der normalen Natur in Anführungszeichen, nein. Er repräsentiert die Natur, die durch menschliches Eingreifen manipuliert wurde. Seine reine Existenz ist das Ergebnis von radioaktiver Kontamination. Eine erschreckende Parallele zu den nuklearen Gefahren, die Japan auch in der Realität erlebt hat. Was Shin Godzilla unter anderem so besonders macht, sind seine Verwandlungen. Er ist kein statisches Monster, sondern durchläuft verschiedene Evolutionsstufen, von denen jede grotesker ist als die davor. Und ich würde sagen, dass wir diese verschiedenen Entwicklungsstufen hier im Video auf gar keinen Fall auslassen können. Wir beginnen mit Phase 1 oder auch Evolutionsstufe 1, das aquatische Wesen. Zuerst sehen wir Shin Godzilla als eine bizarre Kreatur, die aus dem Meer herauskriecht. Er wirkt irgendwie unfertig, fast wie ein Fisch mit Beinen, der verzweifelt versucht, sich der Evolution so anzupassen, dass er irgendwie an Land existieren kann. Sein Körper ist sehr unförmig und er kann kaum laufen. Seine Fortbewegung ähnelt eher einer Art von Kriechen. Aber Vorsicht, selbst in diesem Zustand ist Shin Godzilla im Film eine gewaltige Bedrohung, allein schon durch seine enorme Präsenz. Kommen wir jetzt zu Phase Nummer 2, die Landform. Kurz darauf mutiert er in eine humanoidere Gestalt, wenn man das so sagen kann. Sein Körper richtet sich auf und sein Aussehen wird reptilienartiger. Diese Phase zeigt ganz klar, wie schnell er in der Lage ist, sich an seine Umgebung anzupassen. Und genau das soll beim Zuschauer diesen erschreckenden Gedanken auslösen. Egal in welche Umgebung Shin Godzilla eingebunden wird, er verändert sich genau so, dass er in dieser Umgebung überleben kann. Aber dazu kommen wir gleich nochmal etwas genauer. Phase Nummer 3 könnte man nennen der Gigant. Die wahrscheinlich bekannteste Form ist Shin Godzilla in seiner vollentwickelten Gestalt. Mit seiner schwarzen, verbrannten Haut, den leuchtenden roten Adern und seinem unheilvollen, schon fast leeren Blick. Nimmt man all das zusammen, ist er die personifizierte Zerstörung. Ach so, und dann ist da auch noch die Sache mit der atomaren Macht. Darüber sprechen wir ebenfalls gleich nochmal ein bisschen genauer. Denn wir kommen jetzt erstmal zu Phase 4 von Shin Godzilla, der wahrscheinlich interessantesten Phase, die wir im gesamten Film überhaupt sehen. Wir nennen sie einfach mal das Potenzial für mehr. Denn Shin Godzillas Verwandlung endet nicht mit der in Anführungszeichen vollendeten Form. Nein, am Ende des Films sehen wir Hinweise auf eine weitere Evolution. Sein Schwanz zeigt tatsächlich humanoide Formen, die andeuten, dass er sich möglicherweise in eine komplett neue Art von Wesen verwandeln könnte, die wirklich auch menschenähnlich ist. Die Möglichkeiten hierzu sind endlos und genau das macht Shin Godzilla auch so gruselig. Und ja, es gab bereits weitere Konzepte, die genau dieses Stadium hätten ein bisschen weiter ausbauen sollen. Tatsächlich sollte Shin Godzillas letzte Verwandlung diese humanoide Form sein, aber nicht etwa so gedacht, dass der eine Shin Godzilla zu einer menschlichen Form wird. Nein, Shin Godzilla hätte sich in der nächsten Evolution in eine ganze Armee von humanoiden Kaijus entwickeln sollen, die alle ein kollektives Denken hätten. Das würde einfach bedeuten, was der eine sieht, sieht auch der andere. Und ja, dieses Szenario hätte für die Menschheit tatsächlich den Untergang bedeuten können. Warum ist Shin Godzilla so faszinierend? Naja, Shin Godzilla ist mehr als eben einfach nur ein simples Monster. Er ist eine gewaltige, monstergewordene Metapher für die Fähigkeit der Natur, sich an menschliche Fehler anzupassen. Und gleichzeitig ebenfalls eine Warnung. Mit seinem unheimlichen Design und der Idee der ständigen Evolution hat er sich als eine der unvergesslichsten Versionen von Godzilla etabliert, egal ob man ihn mag oder nicht. Wenn der Name Shin Godzilla fällt, weiß jeder Godzilla-Fan sofort, wer damit gemeint ist. Wie also könnte ein Shin Godzilla jetzt im Monsterverse landen? Oder anders gefragt, wie könnte Godzilla im Monsterverse zu Shin Godzilla werden? Um diese Theorie plausibel zu machen, schauen wir uns Godzillas bisherige Geschichte im Monsterverse einmal genauer an. Godzilla ist ein sogenannter Urtitan, ein Wesen, das seit Millionen von Jahren existiert und von der Strahlung der Erde lebt. Seine Machtquelle ist jedoch auch gleichzeitig seine Schwäche. Radioaktive Energie ist instabil und Godzilla hat schon mehrfach extreme Energien freigesetzt.
wie wir zum Beispiel auch in Godzilla King of the Monsters gesehen haben, als er durch Dr. Serizabas Opfer eine thermonukleare Form erreichen konnte. Hier beginnt dann auch die Theorie. Was wäre, wenn diese ständige Exposition gegenüber der Strahlung kombiniert mit weiteren Energiequellen, wie der Hohlerde zum Beispiel, zu einer unkontrollierten Mutation führen würde, die selbst Godzilla nicht mehr im Griff hätte? Denn ja, die Godzilla-Evolved-Form mag zwar ganz bewusst von Godzilla eingesetzt worden sein, aber die Atomic-Form aus Godzilla King of the Monsters war unfreiwillig und ohne Kontrolle aktiviert worden durch die Hilfe von Dr. Serizawa. Godzilla hatte hier keinen Einfluss darauf, was mit seinem Körper passiert. Ich meine, ja, es kam ihm im Kampf gegen Ghidorah definitiv zugute. Aber was wäre, wenn so eine Art von Entwicklung noch einmal passieren würde? Eine unkontrollierte Mutation an Godzilla selber. Bereits im nächsten Monsterverse-Film könnten wir sehen, wie Godzilla beginnt, sich nach und nach zu verändern. Möglicherweise könnte man sogar erklären, dass sogar die Godzilla-Evolved-Form nur der Anfang dieser Evolution gewesen ist. Ich meine, schauen wir uns einfach mal die Farben von einem Shin-Godzilla und einem Godzilla-Evolved an. So könnte man hier diesen Aspekt der pinken Farbe etwas besser beleuchten. Vielleicht entdeckt Monarch, dass seine Körperzellen instabil werden oder dass er auf ein Artefakt in der Hohlerde stößt, das in Godzilla eine radikale Veränderung auslöst. Er wird langsam nach und nach immer grotesker, mit glühenden, aufbrechenden Hautpartien und einer immer stärkeren, aber in Anführungszeichen teuflischer werdenden Energie. Diese Transformation wäre zwar schleichend, aber dennoch unaufhaltsam, bis Godzilla schließlich die gesamte Kontrolle über seinen Körper verliert und Shin Godzilla geboren ist. Ein plausibles Szenario könnte wie folgt aussehen. Nach den Ereignissen von Godzilla Kong The New Empire entdeckt Godzilla in der Hohlerde eine neue Quelle uralter Energie. Vielleicht eine Art von kristalline Substanz, die von den Urtitanen als Energiequelle genutzt wurde. Möglicherweise, weil sie bereits in der Vergangenheit schon einmal diese bösartige Energie eingesperrt haben. Und aus Godzilla Kong The New Empire wissen wir ebenfalls, dass Godzilla nicht wirklich wählerisch ist bei der Energie, die er aufsaugt. Ich meine, ihm ist egal, ob er die Energie eines Atomkraftwerks absorbiert oder die des Wesens Tiamat. Es geht Godzilla hierbei darum, um wirklich das Alpha zu bleiben, um eben das Gleichgewicht in der Natur aufrechterhalten zu können. Was, wenn aber genau das ihm zum Verhängnis wird? Godzilla absorbiert also diese Energie, um gegen eine neue Bedrohung kämpfen zu können, die mächtiger ist als jede Bedrohung zuvor. Vielleicht ein mächtiger neuer Titan oder, wie im Video davor schon erwähnt, eine außerirdische Invasion, die vielleicht eine Kreatur wie Gigan oder von mir aus auch das Monster X auf den Plan rufen würde. Doch die Energie, die Godzilla hier absorbiert, die ihm eigentlich zum Sieg verhelfen soll, ist instabil. Sie beginnt damit, Godzilla Stück für Stück mutieren zu lassen. Zuerst erscheinen nur kleine Veränderungen, sowas wie glühende Wunden, deformierte Körperteile, aber bald verliert er die komplette Kontrolle über sich selbst und beginnt alles in seiner Umgebung zu zerstören. Dieser Übergang sollte sehr schleichend erzählt werden, mit Momenten, in denen Godzilla noch versucht, seine Kontrolle als Beschützer der Erde zu erfüllen, bis er schließlich vollständig von seiner Mutation überwältigt wird. Ebenfalls wäre ich hier auch dafür, dass die Shin-Godzilla-Mutation, sobald sie abgeschlossen ist, eine andere Charakterdarstellung hat. Das heißt, Shin-Godzilla, obwohl er durch die Mutation des normalen Godzillas erstanden ist, soll nicht dieselbe Lebensform wie Godzilla sein. Ich denke hierbei so ein bisschen an die ganze Symbionten-Thematik von Venom, wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Demnach müsste es jetzt eine gewaltige Allianz gegen Shin Godzilla Evolved, was für ein krasser Name, geben, die in den Kampf zieht. Hier kommt dann der unfassbar epische Teil dieses Films. Denn was passiert, wenn Godzilla erneut zu einer unaufhaltsamen Bedrohung wird? Stell dir vor, Kong und Shimo kehren zurück und sie erkennen, dass Godzilla einfach nicht mehr der gleiche ist. Denn Titanen spüren nun mal, dass etwas nicht stimmt. Mothra oder vielleicht auch ihre Nachkommen kehren auch wieder zurück, um eine Allianz zu schmieden. Diese Schlacht würde gigantische Ausmaße annehmen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass außer Shin Godzilla Evolved auch noch eine weitere Bedrohung aktiv wäre, die ja erst der Grund dafür gewesen wäre, dass Godzilla angefangen hätte, diese dunkle Energie aufzusaugen. Kong kämpft hier in dem Szenario an vorderster Front. Er nutzt die Technologie und die Waffen der Hohlerde, um Godzilla aufzuhalten. Mothra versucht währenddessen, Godzillas zerstörte Seele zu erreichen und ihn irgendwie zu beruhigen. Ja, Godzilla hätte definitiv die Chance, wieder er selbst zu werden, wenn er die bloße Existenz
Existenz von Shin Godzilla in seinem Inneren irgendwie wieder vertreiben kann. Auch Shimo, der mächtige, eisbasierte Titan, könnte hierbei versuchen, Godzillas Überhitzung durch Kälte zu bekämpfen. Das Finale könnte in einer zerstörten Hohlerde spielen, wo die Titanen alles riskieren müssen, um Shin Godzilla Evolved aufzuhalten. Doch hier kommt der große Twist. Vielleicht hat Shin Godzilla noch eine letzte Evolution vor sich. In einem verzweifelten Moment, als alle Hoffnung verloren scheint, entwickelt sich jetzt eine neue, vorher noch nie gesehene Form. Weniger monströs, sondern erhaben, wie eine Art von Titanengott. Er erkennt die Zerstörung, die er verursacht hat, und opfert sich selbst, um die Erde zu retten. Hierbei würde dann der Godzilla, den wir aus dem Monsterverse kennen, von der Macht dieses Shin Godzillas befreit werden. Also Godzilla würde diesen Kampf am Ende überleben. Und ja, das wäre eine sehr romantische Vorstellung, ich weiß, aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass genau das so eine schöne kleine Moralmetapher wäre, wenn diese durch und durch böse Lebensform an der Spitze der Entwicklung steht und die Spitze der Entwicklung, egal wie durchtrieben und böse eine Kreatur ist, immer darauf hinausläuft, dass sie eigentlich etwas Gutes tun will. Das Gute in jedem Lebewesen ist quasi die Essenz und steht immer vor allem Bösen. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit wäre sowas echt eine, naja, relativ schöne Herangehensweise an die Geschichte, und mir ist vollkommen klar, das wäre eine sehr romantische Auflösung dieser gesamten Storyline. Warum wäre Shin Godzilla aber so wichtig für das Monsterverse? Naja, zum einen eben, die Transformation von Godzilla zu Shin Godzilla würde dem Monsterverse eine komplett neue Ebene hinzufügen. Es wäre nicht nur eine Geschichte über Monsterkämpfe, sondern ebenfalls eine tiefere Erzählung über die Konsequenzen der Macht und Evolution und ebenfalls auch des Einflusses der Menschen selber. Shin Godzilla repräsentiert nun einfach mal das Chaos und die Zerstörung, aber auch Veränderung und ganz zum Schluss die Erlösung. Seine Verwandlung könnte das Monsterverse thematisch bereichern, indem es zeigt, dass selbst die mächtigsten Wesen Fehler machen und dass die wahre Stärke immer darin liegt, diesen Fehler zu erkennen und ihn zu überwinden. Was auch immer böse und falsch ist, muss nicht böse und falsch bleiben. Es fehlt eben einfach nur die reine Einsicht. Und ja, ihr Lieben, das war meine Theorie und meine Aufarbeitung von Shin Godzilla. Godzilla könnte im Monsterverse definitiv zu Shin Godzilla werden, aber jetzt seid wie immer ihr gefragt, was denkt ihr über diese Geschichte? Meint ihr, das wäre ein cooler Aspekt? Meint ihr, diese ganze Evolutionsgeschichte würde im Monsterverse Sinn machen, und würdet ihr einfach generell Shin Godzilla gerne im Monsterverse sehen? Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein, ebenfalls auch gerne weitere Vorschläge zu Dinosauriern, zu Figuren aus dem Jurassic-Universum, aber natürlich auch weiterhin gerne zu Kaiju aus dem Monster- oder aus dem Toho-Universum. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.